Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute geht es um eine Custom-Made Oblique-Feder rechts von FP Nips Repair. Was haben wir heute vor? Zuerst sage ich was zur Ausgangssituation, dann was ist eine Oblique-Feder überhaupt, dann komme ich zu der Custom-Made-Nip von FP Nips Repair und zum Schluss gibt es ein kleines Schreibbeispiel. Ja, die Ausgangssituation war so, ich habe im Internet immer gelesen, ja, Oblique-Feder hier ist super, kann man schön mit schreiben. Und ich habe mir gedacht, ja, was ist denn jetzt eigentlich eine Oblique-Feder? Dann gab es auch in einem Shop, die Oblique-Feder wurde angeboten, dann gab es Oblique Left und Oblique Right. Und da dachte ich mir, ja, mein Gott, was kann die Feder denn? Und die einzige Person, wo ich dachte, die könnte mir erzählen, was eine Oblique-Feder ist, also was hat es damit auf sich, das ist der Mieslav von FP Nips Repair. Und deswegen habe ich ihn dann halt angefragt. Du sag mal, Mieslav, was ist denn eigentlich eine Oblique-Feder? Kannst du mir das mal bitte erklären? Das hat er dann auch getan und das möchte ich euch jetzt auch erklären. So, kommen wir dazu, was der Mieslav mir alles so erzählt hat. Die Grundform ist hier abgeschnitten. Das heißt, es ist eine Oblique, hat hier keinen Iridiumpunkt, also hier so ein Schreibkomm aus Platin-Iridium-Legierung, die fehlt hier komplett, wie es bei einem normalen Füller ist, also quasi wie hier. Hier habe ich hier beim normalen Füller vorne so einen Punkt, so ein Schreibkorn, wo ich mit schreiben kann, der fehlt hier komplett, da ist hier einfach die Feder vorne abgeschnitten. Und zwar schräg, denn Oblique ist Französisch für schräg. Das Tolle an einer Oblique-Feder ist, dass auch beim normalen Schreiben geringe Varianzen in der Strichstärke kommen. Das heißt, es sieht schon so ein bisschen aus wie Kalligrafie und das recht einfach. Deswegen habe ich die Feder, die ich vom Mieslav bekommen habe, die mag ich einfach total schön. Weil man damit auch so toll schreibt, wurde die dann auch als Schönschreibfeder in Deutschland vermarktet. Mittlerweile gibt es, glaube ich, die Oblique nur noch von Lamy out of the box. Und Pelikan selbst stellt, glaube ich, keine Oblique-Feder mehr her. Also vermarktet die so nicht mehr. Die müsste man sich dann bei Pelikan anpassen lassen. Dann gibt es Lindauer noch. Lindauer kriegt man, also die Füller kriegt man auch noch ab Werk mit Oblique-Federn. Also kann man sich bestellen. Eigentlich ist eine Oblique-Feder auch eine Unterform von einer Italic-Feder. Hat halt auch scharfe Kanten. Und es wird unterstrichen zwischen Left Oblique, also links schräg, also dass hier schräg nach links geht, und Right Oblique, also rechts schräg. Die Left Oblique ist für Rechtshändler und es ist die Standardfeder. Das heißt, im Normalfall, wenn man jetzt in den Laden geht und sagt, man möchte eine Oblique haben oder bei Lamy kann man auch, glaube ich, nur eine Left Oblique bestellen, dann ist das halt die. Die kann halt aufgrund der scharfen Kanten auch kratzen. Und ursprünglich ist das Oblique so gedacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Füller habe und ich schreibe damit, dann habe ich dann halt eine Griffposition, wenn ich die Oblique zum Schreiben benötige, dass ich dann hier quasi so schreiben würde. Also den hier echt schön gegen den Uhrzeigersinn den Füller drehen würde und dann so schreiben. Also es gibt Leute, die schreiben so und dafür war die Oblique gedacht. Pelikan zum Beispiel hat jetzt festgestellt, dass die meisten, die jetzt eine Oblique-Feder benötigen, auch mit der normalen Feder halt wie M, B, F klarkommen mit dem Iridiumpunkt, dass wenn die jetzt den leicht schräg halten, können sie damit auch schreiben. Deswegen haben sie dann auch in den 2000er Jahren eingestellt, dass man die Oblique-Federn einfach so kaufen kann. Also es ist für Linksrotierer und das ist dann halt auch der Standard. Also meistens kriegt man die nur nach links rotieren. Dagegenüber gibt es dann die Rechtsoblique. Das ist jetzt auch die, die ich mir machen lassen habe. Die ist für Linkshänder. Da dreht man dann halt auch extrem die Feder nach links und würde dann so schreiben. Also mit den Uhrzeigersinn drehen. Weil hier dann halt auch links und rechts scharf Ecken sind, wie hier, kann die halt auch kratzen. Also sie ist für Rechtsrotierer geeignet. Dann gibt es noch Cursive Left Oblique
Und Cursive Right Oblique. Das ist auch wieder hier, dass es die schräge Grundform ist, aber die Ecken sind hier nicht wie hier komplett also rechteckig, also dass es dann hier eine scharfe Kante ist, sondern die Kanten hier sind abgerundet links und rechts. Sie haben abgerundete Kanten. Es sind zwar immer noch scharfe Kanten, aber nicht so scharf wie die Kanten hier von der normalen Oblique-Feder. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann hierdurch besser schreiben kann. Aber wie gesagt, sie können auch kratzen. Kommen wir jetzt zu einem kleinen Schreibbeispiel. So, kommen wir zu einem kleinen Schreibbeispiel. Hier habe ich eine Custom Made Nib von FP Nib Repairs. Also die habe ich mir extra vom Mislav machen lassen. Er hat mir dann quasi, ich habe ihn ein Jinhao was ist das? 195, 159 zukommen lassen, aus China direkt, und er hat mir dann die Feder bearbeitet. Das heißt, er hat den komplett zerlegt, weil alle Jinhaos, die ich mir mal bestellt habe, haben von Anfang an schlecht geschrieben. Die musste ich komplett zerlegen, reinigen und ein bisschen Federtuning machen, damit die gut schreiben. Dann schreiben sie aber auch. Das hat er alles für mich übernommen und hat dann auch, also ich habe ihm ein Video geschickt, wie ich schreibe, und er hat dann die Feder so geschliffen, dass sie dann genau meinen Ansprüchen entspricht. Und was muss, also sie schreibt jetzt ganz wunderbar. Wenn man jetzt sieht, die ist ja jetzt anders geschliffen. Wenn ich jetzt eine normale, also eine normale Schreibhaltung habe, so wie jeder Otto normal, dann erzeugt so eine Obliquefeder folgendes. Ich habe hier die Querstriche, die sind dünn. Die Striche sind fett. Dann habe ich hier die vertikalen Striche, die sind wieder dünn. Und dann hier wieder die Querstriche, die sind wieder fett. Und ich habe mir das Ganze so schleifen lassen, weil ich bin ja nun Rechtshänder, und ich erzeuge jetzt hier dadurch, dass ich jetzt mit der Oblique schreibe, eine schöne Linienvarianz. Das heißt, wenn ihr euch das hier mal anguckt, dann sieht man hier schön beim Schreiben, dass ich jetzt hier unterschiedliche Strichstärken habe. Und ich finde, ich kriege dadurch ein schöneres Schriftbild. Wenn ich jetzt die Feder so benutzen würde, so wie jetzt die Oblique eigentlich gedacht ist, das heißt, wenn ich müsste jetzt hier für diese Feder, weil die recht schräg ist, müsste ich sie jetzt extrem drehen, also so ungefähr. Und müsste dann damit schreiben. Ihr seht, so richtig, also ich muss mich jetzt anstrengen, damit zu schreiben. Aber ihr seht schon, viel Linienvarianz ist da nicht drin. Also es gibt eine höhere Linienvarianz, wenn ich jetzt anders damit schreibe, also so wie es jetzt vorher ist. Also mit meiner normalen Schrift. Also wenn ich jetzt, die ist wirklich dafür gedacht, dass Leute damit schreiben können, die jetzt hier so im Uhrzeigersinn diese Oblique verdrehen. Dafür ist eigentlich gedacht, dass die auch noch normal mit schreiben können, dass ein normales Schriftbild rauskommt. Aber weil ich möchte ja so ein bisschen Linienvarianz drin haben, damit das so ein bisschen aussieht wie Kalligraphie. Und das funktioniert hier mit dieser Oblique hervorragend. Also normal habe ich so eine Otto-Normal-Haltung vom Stift, und aber hier mit der Oblique kriege ich eigentlich eine sehr schöne Varianz
Ups. Eine schöne Varianz herein. Also, ich finde, das ist ein schöneres Schriftbild, als wenn ich jetzt hier, meinen normalen Pelikan nehme. Hier habe ich null Linienvarianz drin. Da seht ihr schon im Unterschied, dass hier eine Linienvarianz drin ist. Und hier bei dem normalen Füller mit dem normalen Rundschreibkorn, da ist halt die Strichstärke immer gleich. Und wenn man mal einen schöneren Text schreibt, dann würde ich jetzt hier zu meiner Custom-Made Oblique-Feder nehmen. Also zu greifen, weil der Mislav hat da echt super Arbeit gemacht. Also er hat jetzt hier... Normal wird die auch mit einem Iridium-Schreibkorn, also mit so einem Rundschreibkorn ausgeliefert. Aber er hat mir die jetzt hier quasi weggeschliffen, das Korn, und hat mir die dann so angepasst, die Feder, dass die halt auch hier rechts abfallend ist und in dem Schreibwinkel, wie er für mich ist. Und sie ist jetzt auch scharfkantig, weil ich wollte keine Cursive haben. Also wenn man jetzt hier... also ich muss noch ein bisschen besser und länger damit schreiben, dann, also sie gleitet jetzt schon wunderbar, also für so eine Italic Oblique Feder gleitet sie gut, aber ich merke halt, wenn ich jetzt hier so ein bisschen variiere, dann hakt die dann doch hier schon an den scharfen Ecken, aber das ist halt eine Italic oder hier in dem Fall die Oblique Feder, dass wenn es jetzt hier zur Ecke hinkommt, dass die dann doch kratzt, aber das ist halt so, das liegt an dem Federtyp. Aber wenn die dann halt richtig aufliegt, dann schreibt die hier echt wunderbar. Also der Mislav hat hier super Arbeit geleistet. Wenn ihr jetzt auch so eine tolle Feder haben wollt, könnt ihr natürlich dann auch euren Füller direkt customizen lassen vom Mislav. Also da geht ihr auf die Homepage vom Mislav und ja, lasst euch dann euren Füller bearbeiten. Kann ich euch nur empfehlen. Ich hoffe, es war informativ für euch. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir gerne in den Kommentaren. Und wenn ihr was vom Mislav wissen wollt, dann schreibt noch einfach selbst an. So, das war's auch wieder schon. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hatte viel Spaß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.